Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, euer Reflex. Ich möchte euch mal heute in diesem Video zeigen, wie ich bisher 2,7 Millionen ertradet habe. Hab momentan auch nicht so viel Zeit, deswegen mache ich eher einfachere Methoden und mit weniger Budget. Aber trotzdem seht ihr, ist es definitiv auch möglich und ich möchte dir einfach zeigen, 1:1 die Methoden, die ich gerade anwende, damit du dir auch nachmachen kannst und dann auch so viele Coins erwirtschaften kannst. Und das ist wirklich leicht und ohne Probleme. Das schaffst du auf jeden Fall auch. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt Step by Step in die einzelnen Schritte rein. Wie viele wissen, habe ich investiert? Ich habe halt in über 500 Karten rein investiert. Man sieht hier Höchstgebot 563 aktuell. Da stecken ja schon viele Coins drinnen. Ich investiere immer wieder neu rein, wenn ich wieder ein bisschen Puffer habe, weil ich möchte einfach darauf spekulieren, weil wenn die Karten, wenn mal gute SBCs kommen, dass sich die Karten einfach verdoppeln vom Wert. Und das wird auf jeden Fall kommen. Ich weiß nur nicht wann. Das ist nur eine Frage der Zeit. Habe halt, wie in den letzten Videos schon gesagt, ich habe sehr, sehr viel in 83er, 84er und 85er investiert. Und das ist so die Richtung, wo ich jetzt reingegangen bin. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr das auch möchtet. Wenn ihr wissen wollt, wie ich über 500 Objekte reingepackt habe in meine Kandidatenliste, schaut gerne meinen Glitch an von gestern. Ich habe dazu ein Video hochgeladen. Gerne auschecken. So, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz meine Transferliste, was drauf ist, damit ihr seht, mit was ich momentan auch aktuell so trade. Ich habe jetzt hier jetzt in der letzten Stunde drei Karten verkauft. Harry Kane, Dybala und Cassie. Das sind wirklich drei Spitzenverkaufskarten, finde ich. Dann haben wir hier wirklich sehr, sehr gute unterschiedliche Karten. Ich mache wirklich mit jeder Karte mindestens 1000 Coins reinen Profit. Also ich gehe aus von mindestens teilweise von 1 bis 3, 4000 Coins pro Karte. Und das ist auf jeden Fall auch nicht so schwer zu machen. Das könnt ihr auf jeden Fall auch. Und so sieht auf jeden Fall aktuell meine Transferliste aus. Ich habe jetzt Haaland zum Beispiel dreimal draufgepackt, weil der IV einfach sehr, sehr gut geht. Ich habe gestern auch mehrere verkauft und das ist wirklich ein sehr, sehr guter Verkaufsschlager. Unter anderem sogar viermal habe ich den drauf. Okay, krass. Suarez, Aguero habe ich zweimal mit draufgepackt, sogar zu den gleichen Preisen. Die muss ich dann nochmal ein bisschen abändern. Aber Aubameyang habe ich zu zwei unterschiedlichen Preisen auch drauf. Ihr seht auch die Unterschiede, 24.750 und 29.000, also die Unterschiede sind sehr groß. Hier habe ich einfach viel mehr draufgepackt, weil es halt ein defensiver ZDM ist mit Hunter. Dann hat man immer einen Bonus. Hier, das sind alles Karten, die überwiegend positionsverändert sind oder ein Chemistry-Style drauf haben. Und solche Karten kann man natürlich deutlich, deutlich mehr verkaufen. Ich habe hier noch ein paar Farkas drinnen, sehr, sehr teuer. Dann ein paar Hunters habe ich noch drauf, so ein paar Positionsmodifikationskarten. Aber die lasse ich aktuell auslaufen. Ich möchte eine reine Spieler-IV-Liste jetzt haben. Hier Cavani auch noch ein paar Mal drauf. Vardy ist auch ein super Spitzenkandidat. Timo Werner und so weiter und so fort. Ihr seht, es sind hier auch schon einige Karten. Diese Liste, die ich jetzt aktuell habe, ist bestimmt 600.000, 700.000 Coins wert. Also davon könnt ihr ungefähr ausgehen. Und wir gehen jetzt rein in Footbin und dann zeige ich euch die einzelnen Methoden, wie ich mir die Karten raussuche. Ich zeige euch jetzt gleich am besten direkt zwei Methoden, was ich meistens anwende und was sehr, 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 sehr gut funktioniert. Und zwar gehe ich immer auf Gold Rare und mache positionsverändertes Kartentrading. Ich habe das immer wieder in meinen Livestreams erklärt, als Video schon oft auch mal hin und wieder gezeigt, aber das ist wirklich eine unfassbar überragende Methode, viele Coins zu machen. Hier bei Position bin ich jetzt auf Mittelstürmer und Stürmer gegangen. Ihr könnt euch die nach dem teuersten Preis nach oben filtern und dann könnt ihr ab. Ich sag mal, ab 30.000, ab diese Karten gehe ich eigentlich schon mit rein und da werde ich schon meine Coins rausholen. Also ihr müsst halt alle diese Karten versuchen, zu diesem Einkaufspreis, wie jetzt hier steht auf Footbin, positionsverändert einzukaufen. Mehr müsst ihr nicht machen. Das ist eigentlich relativ simpel, aber die Karten gibt es halt nicht immer auf dem Markt und ihr müsst halt immer wieder schauen. Wenn mal einer auf den Markt kommt, kaufen. Und dann könnt ihr den paar tausend Coins teurer auf den Markt stellen und die Karten gehen dann IV weg. Das ist eine Theorie. Das funktioniert so mit Stürmern und das funktioniert auch andersrum mit defensiven Karten. Wenn ihr das zum Beispiel macht mit Advanced ZDM zu und ZM nehme ich meistens noch mit rein, da funktioniert diese Methode genauso. Wir haben jetzt hier viele Karten, die sind ein bisschen zu teuer hier. Ab Casemiro, Valverde und so weiter kann man da mega reingehen. Und da würde das dann theoretisch so auf dem Transfermarkt aussehen. Wir gucken uns jetzt mal Valverde an. Wir wissen, Valverde kostet jetzt 20.000 laut Footbin. Man muss halt immer wieder suchen und per Gebot bekommt man halt sehr, sehr häufig diese Karten sehr einfach. Also viel, viel leichter als man denkt. So, Valverde ist aktuell bei. Gucken wir mal, was der als Stürmer momentan kostet. Liegt bei, ich habe 22,57 gerade gesehen, also es sind schon
Ja, fast 3000 Coins über den normalen Wert. Also das ist schon echt krass. Aber diese Karte geht auch locker für 23.000 bis 25.000 Coins weg als Stürmer. Wenn du natürlich noch einen guten Chemistry-Style drauf hast wie jetzt Shadow, dann kannst du den locker für 25.000, 26.000 Coins verkaufen. Und immer wieder schauen, geht auch gerne per Gebot rein, weil solche Karten kommen immer wieder per Gebot. Und wie zum Beispiel hier dieser Valverde, schaut euch das mal an. Der läuft noch 6 Minuten, da kann man easy per Gebot reingehen, hat sogar Shadow mit drauf, der nächste hier auch. Also es wären zwei Top-Kandidaten, um einfach per Gebot mitzuziehen. Und so macht ihr das auf jeden Fall mit allen diesen Karten. Also ihr müssen halt nicht immer die teuren Karten sein, es können auch günstige Karten sein. Toni Kroos, ich zeige es euch mal ganz kurz, haben wir hier auch als ZM, also es ist ein Mittelfeldspieler, kostet 15.000 Münzen. Und wenn wir den jetzt auf dem Markt suchen, ich schaue immer erst, gibt es für 15.000 Coins einen oder nicht? In dem Fall nicht. Und dann schaue ich, was kostet die Karte positionsverändert? Gibt es den aktuell auf dem Markt? Manchmal gibt es die Karten auch gar nicht. Wie zum Beispiel Toni Kroos gibt es jetzt gar nicht als Stürmer. Kommt auch vor, aber manchmal kommt er für 15.000 auf den Markt. Könnt ihr mitnehmen, könnt ihr für 18.000, 19.000 anbieten. Und er wird weggehen, Jungs. Er wird weggehen. Hier meine Lieblings-IV-Karte aktuell bei dieser positionsveränderten Methode ist Cassie. Ich finde, der geht momentan exzellent gut weg. Kostet normalerweise so 10.000, 10.500 ist sein Preis. Schauen wir mal, wie der positionsverändert gerade, was er für einen Preis hat. Aber Cassie verkaufe ich sehr, sehr häufig für über 13.000. Hier ist einer draufgekommen für 10.500 Münzen. Das ist auf jeden Fall ein Mega-Deal. Wenn ihr dann so einen Deal seht, kauft den ein, stellt den direkt für 13.750, für 14.750 drauf. Ihr seht, ich könnte den eigentlich schon direkt rauskaufen. Aber ich habe jetzt gerade die Kandidatenliste voll, deswegen kann ich ihn jetzt nicht kaufen. Aber das wäre jetzt eine Karte, die wirklich viele Coins jetzt mir eingebracht hätte. Einfach so ganz, ganz einfach. Das ist eine Methode, die ich auf jeden Fall hier auch immer wieder anwende. Und ihr könnt hier die kompletten Seiten durchgehen. Es müssen nicht immer die teuren Karten sein. Ihr könnt hier auch in die günstigen Karten reingehen. Das funktioniert ebenso gut mit den Karten, die zu Abschlusspreisen gerade zu haben sind. Die findet man nicht so häufig, aber die bringen Coins. Und zwar richtig. Und das Krasse ist, die Leute suchen nicht nach diesen Karten. Deswegen kommen die oft zu den Mindestpreisen rein. Und das ist halt mega geistesgestört. Hier Stürmer, Sissoko. Ist der günstigste bei 2200. Bei 2000 habe ich gerade noch einen gesehen. Lasst den mal für 1000 Coins reingehen als Stürmer. Jackpot. Ihr könnt den für 2,9 anbieten. Das sind 1700 Coins abzüglich der Gebühren. Einfach so auf euren Nacken. Das ist ganz einfach. Rabiot. So. Schaut einfach mal, was es da so gibt. Ihr müsst die Karten suchen. Also die kommen immer wieder auf den Markt. Viele sind selten, aber das ist auch normal. Jetzt schmeißt er mich auch raus aus Ultimate Team. Aber so funktioniert das mit dieser positionsveränderten Kartenmethode. Sehr, sehr effektiv. Kann ich jedem nur ans Herz legen, so zu traden. Ich mache damit wirklich sehr, 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 sehr viele Coins. Ich wende noch andere Methoden an, andere starke Methoden, die einfach sehr, sehr viele Coins mit sich bringen. Da könnt ihr zum Beispiel Gold Rare eingeben. Wir schauen jetzt einfach mal hier Gold Rare und da Verteidigungsspiele, einfach Defenders. Hier reingehen, filtert die nach eurem Preis. Das können auch günstige Karten sein, unter 4000 Coins auf der zweiten, dritten Seite. Das ist eigentlich egal. Und dann sucht sie einfach mal. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Ruben Dias, mit dem habe ich schon viele Coins gemacht, weil er einfach mit der Shadow-Variante sehr gut funktioniert. Bissaka, Alexander Arnold, der Trent, das funktioniert mit allen diesen Karten. Es ist egal, was für einen Namen der hat, ob er spielbar ist oder nicht. Das funktioniert wirklich mit jeder Karte. Und da ist es auch ziemlich ähnlich. Ich schaue jetzt einfach mal drei Karten an. Das ist ja wurscht. Wir müssen uns die Karten auch suchen. Und hier ist es auch so: Seid geduldig, geht per Gebot rein, weil per Gebot bekommt ihr die Karten viel leichter als so. Da ist es wichtig, wir brauchen den direkt schon mit Shadow und da könnt ihr auch einen Aufpreis von 2.000, 3.000 Coins locker mit einkalkulieren. Also easy. Weil der Trend kostet normalerweise 12.000 Münzen laut Footbin. Dann geht ihr einfach mal rein, guckt mal, was kostet denn so ein Trend? Wie viel kostet der regulär? Ihr könnt die Karten auch immer teurer machen als die günstigste Karte. Hier zum Beispiel 12.250. Ich hätte ihn gekauft, obwohl Trend normalerweise, ja, der kostet 12.000. Das ist ein Spitzenpreis, 12.250, das gibt nichts Besseres. Ich würde den für 15.750 auf den Markt stellen. Das sind einfach mal über 2.000 Coins reiner Profit und die Karte geht wirklich sehr, sehr gut weg. Oder Van Bissaka? Gucken wir uns mal Bissaka an. Muss ich jetzt anders eingeben, den findet man wahrscheinlich so leichter. So, da habe ich ihn schon gehabt. Da.
Und zwar kostet der regulär auch 11.000, 12.000 Münzen. Und als, mit Shadow, schaut mal, was der kostet. Mit Shadow ist er, hat er einen richtig heftigen Aufpreis. Da ist er bei 14.000 Münzen, obwohl der nicht mal 12.000 Münzen kostet. Geht hier einfach per Gebot rein. Und ich schwör's euch, Jungs, ihr macht's einfach mit dieser Methode aktuell die meisten Coins. Und das ist ganz einfach. Schaut mal, hier sind sehr, sehr viele, wo man per Gebot reingehen kann. Versucht euch den für 12.000, 12.500 per Gebot mitzunehmen. Und stellt den für 15.750, 16.750 drauf. Nach ein paar Stunden geht er auf jeden Fall weg und dann macht ihr definitiv krass eure Coins. Und hier ist es bei dieser Methode, ist es wichtig, macht wirklich so viele Karten wie es geht. Nimmt von jeder Karte nur eine mit, maximal zwei. Nimmt nicht zu viele mit, weil sonst überschneiden die sich dann gegenseitig. Und dann macht ihr auf jeden Fall extrem viel Profit. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du machst wirklich auch mit dieser Methode extrem viele Coins. Ich werde diese Methode auch im Livestream anwenden. Da kannst du es nochmal detailliert sehen, wie ich das wirklich mache. Und es funktioniert wirklich exzellent, wirklich 2,7 Millionen Transfererlös kommen nicht von irgendwo her und das ist wirklich eine leichte Methode. Wenn du die mal drauf hast, wenn du die mal ein bisschen öfters gemacht hast, dann wird es auf jeden Fall bei dir auch mega gut funktionieren. Ich bin dann raus, Freunde, haut's rein und ciao.